Was los, Freunde? Willkommen zurück aus der wohlverdienten Weihnachtspause. Wir befinden uns im guten alten Games to Sleep To und wir spielen The Hunter Call of the Wild. Und auf geht's los. So, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu meinem nachweihnachtlichen ersten Games to Sleep To. Ich habe hier gerade noch mit dem Mikrofon so ein bisschen gekämpft. Es ist ein wahres Wunder, dass die Sendung jetzt überhaupt noch quasi auf Sendung geht. Weil ich habe hier Schwierigkeiten mit meinem Popschutz, beziehungsweise Popkiller nennt sich das Ding auch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein kreisrunder Rahmen, Plastikrahmen. Und in dem befindet sich was, was aussieht wie ein doppellagiger Damenstrumpf. Und dieser verhindert, dass diese Poplaute, so und pf, dass das zu stark ins Mikrofon geht. Ich kann das immer kurz demonstrieren, indem ich puste, einmal ohne Popschutz. Und dann mit Schutz. Und einmal und einmal mit Schutz. Pop, pop, pop. Hört ihr den Unterschied? Ja, es ist wahrscheinlich bei der Qualität, die die PlayStation hier aufnimmt, eher marginal. Aber nichtsdestotrotz ist die Qualität doch eine andere, wenn man diesen Schutz benutzt und wenn man diesen Schutz nicht benutzt. So, wie dem auch sei, das war jetzt halt ein bisschen längere Geschichte mit dem Popschutz. Der wird halt so davor gebogen zwischen Mikrofon und Mund. Und der ist an so einem biegbaren Metallarm. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Wahrscheinlich gibt es da irgendeinen Fachbegriff. Oktopusarm oder so. Und dieser biegbare Metallarm ist durch viele, viele Jahre des Einsatzes schon so ausgeleiert, dass der das Gewicht dieses Popschutzes nicht mehr hält. Das ist total beschissen. Aber das soll jetzt mal nicht eure Sorge sein. So, wir haben hier eine 1A Wäscheleine, während hier meine PlayStation 4 Pro gerade wieder meint, sie müsste wie ein Föhn abföhnen. Ich weiß nicht, ob ihr das übers Mikro hört, wahrscheinlich. Also ich habe hier nicht den Ventilator an, es ist nicht sehr warm hier drin. Es ist immer noch Winter. Nee, das ist die PS4, die da so abföhnt. Das geht mir tierisch auf den Geist. So, wir stellen uns hier mal gerade eine Uhr, damit wir nicht allzu lange machen. So, folgendes Problem, Freunde. Wir haben in der Weihnachtsausgabe in unserem Super Christmas Extravaganza, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das genannt haben, haben wir es ja geschafft, bis hier oben hinzukommen. Ihr seht, da habe ich meinen Weg relativ gerade Richtung Norden gebahnt. Und wir sind im Endeffekt an dieser Burg, wie hieß die? Schloss Spreeberg sind wir rausgekommen. Und ich hatte da mein Zelt ausgepackt, in der Hoffnung, dass das Spiel mich beim Reconnecten wieder in diesem Zelt rausschmeißt. Aber Pustekuchen, das Spiel hat mich hier unten rausgeschmissen, weil das quasi der von dort aus gesehen der nächste Außenposten war. Das heißt, die... Wir können es ja mal kurz abmessen. Unten rechts sieht man immer die Entfernung. Wups, hier bis zu diesem Aussichtspunkt. Die 4,26 Kilometer, die wir zu Fuß zurückgelegt haben, was ungefähr einem Fußmarsch von 45 Minuten entspricht, haben wir nicht umsonst gemacht, aber müssten wir jetzt quasi nochmal machen, weil ich immer noch da hoch will. Hintergrund ist der, dass ich einen Ort namens Petersfeld oder so suche. Petersheiner Maisfelder.
fast. Petersfeld ist die Zusammenfassung. Den suche ich, diesen Ort, und ich vermute den im Norden, weil, wie ihr hier sehen könnt, habe ich ja im Süden die Karte von links bis rechts komplett aufgedeckt. Wir haben hier einmal Schönfeld. Nebenan weiß ich gar nicht mehr. Der zeigt das leider immer erst an, wenn man da ist. Ich glaube Ratenfeld, Schönfeld und Tichau oder Tichau. Und, ah, guck an. Jetzt, da ich die Quest angeklickt habe, bekomme ich hier die Petersheiner Maisfelder angezeigt. Das ist natürlich auch clever. Ja, dann habe ich richtig vermutet, das ist hier im Norden. Ja, man lernt nie aus. Also man bekommt hier die Ziele angezeigt, wenn man die jeweilige Quest ausgewählt hat. Macht Sinn. So, nichtsdestotrotz wollen wir nach Norden. Zu diesem Zwecke habe ich mir hier schon mal das erste Fragezeichen auf der Karte markiert, das ich noch nicht aufgedeckt habe. Und weil das aber alles viel zu lange dauern würde, da jetzt hinzulaufen, spawnen wir uns jetzt einfach so ein schickes Fahrzeug. Nein, Garage. Ihr habt die freie Farbauswahl. Dunkelgrau, Jadegrün oder Rot. Ich nehme Rot, ich verrate auch gleich warum. Da wir uns ja hauptsächlich in grünem Wald befinden und ich vielleicht das ein oder andere Mal absteigen muss, denke ich, dass Rot einfach besser zu sehen ist. So, ich höre noch keinen Ton. Ich sehe gerade, ich muss das Ziel nochmal neu anwählen, weil ich das wieder nicht angezeigt bekomme. Das ist irgendwie immer, wenn man disconnected und reconnected, hat er da Schwierigkeiten. Ah gut, der Karren war noch nicht an. Dann fahren wir jetzt mal einfach drauf los. Oh, das fängt ja gut an. Man kann übrigens die Sicht auch umschalten. Finde ich aber eher uncool. Ich finde die Sicht besser. So, während wir hier durch die Walachei gondeln, wie ist es euch in den Weihnachtsferien ergangen? Habt ihr euch den Lebkuchen und anderen Köstlichkeiten hingegeben? Habt ihr 10 bis 15 Kilo zugenommen? Seid ihr reichlich beschenkt worden? Das sind so Fragen, die mich im Moment beschäftigen. Ich bin auf jeden Fall reichlich beschenkt worden. Dieses Jahr ein schönes Geschenk bekommen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das sind eigentlich immer die besten Geschenke. Werde aber jetzt an der Stelle nicht verraten, was es war. Die Zuschauer, mit denen ich privaten Kontakt habe, die haben es wahrscheinlich eh schon über WhatsApp mitbekommen. Für all die anderen bleibt es das große Geheimnis. Oder auch nur der Cliffhanger zur nächsten Sendung. Vielleicht verrate ich das, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. So, hier sind ganz viele Spuren. Die lassen jetzt aber mal Spuren sein. Ich hoffe übrigens, dass ihr mich gut versteht. Da habe ich aber eine ganze Herde Rehe verschreckt. Habt ihr das gesehen? So viele Rehe habe ich ja schon ewig nicht mehr auf einem Haufen gesehen. Sollen wir vielleicht einfach mal hier so... Scheiße. Ich habe vergessen, wie man die Luft anhält. Bam. Okay, den habe ich gut getroffen. Die sind total außer sich, ey. Was geht denn ab? Was macht ihr? Bäm, schieß einfach mal noch einen an. Ist ja hier gerade anscheinend ein Schützenfest.
Oh, den habe ich verfehlt. Oh. Ich schieße hier sämtliche Lampen aus. Ja, es ist verdammt schwer, ey. Wenn das Gewehr so zittert, dann noch die Rehe hier so rumlaufen. Ich schieße einfach alle an. Wird schon schief gehen. Das verstößt halt völlig gegen meinen Sinn für Ethik. So. Wie machen wir das jetzt? Ah, guck mal. Das war. Wie gut war das denn? Ey, ich jag in Zukunft nur noch so. Ich fahre einfach mit der Karre querfeldein, bis alle total verschreckt sind. Und dann, wenn sie vor mir herlaufen, dann baller ich einfach wild drauf los. Ja. Weil wir müssen ja hier auch ein bisschen Kohle machen. Hintergrund ist der, ihr seht es ganz oben links neben der Uhrzeit. Ich habe im Moment 35.632 ägyptisches Lotti und ich brauche 36.000, weil ich mir die nächstgrößere Knarre kaufen will. Die kostet nämlich 36.000. So, nach diesem herrlichen Auftakt. Das war, glaube ich, der einzige, den ich richtig getroffen habe. Hier wäre noch einer. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so episch drauf, da jetzt die Nachsuche zu machen. Man sehe es mir nach. Ich muss, bevor wir weiterfahren, springe ich ganz kurz raus, weil ich vorher in den Folgen noch nie dieses Fahrzeug benutzt habe. Ich will nur kurz reinhören, ob ihr mich gut hören könnt. Ansonsten muss ich nämlich den Sound vom Spiel noch ein bisschen runterdrehen. Ich bin gleich zurück. So, da bin ich auch schon wieder auf Sendung. Ich habe beschlossen, dass das ein bisschen zu laut war. Deshalb habe ich nochmal 20% vom Spielesound runtergenommen. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt besser hört. Also ich entschuldige mich für den holprigen Auftakt, aber das war tatsächlich nicht besonders gut. Guck mal, da vorne rennen die immer noch rum, ey, das gibt's doch nicht. Ach, ich will nicht in den Kameramodus. Ich will in den Schießgewehrmodus. Ja, also ich entschuldige mich, wie gesagt, für den schwachen tonalen Anfang. Ich glaube, die sind nicht so blöd, dass die jetzt hier bleiben. Schade. Hätte gern noch eins geschossen. So, dann mal weiter mit unserem Gefährt. Vielleicht passiert uns ja was ähnlich Lustiges nochmal. Dieses gelegentlichen Slowdowns, die ihr hier im Video habt, die habe ich übrigens auch im Spiel. Und die habe ich jedes Mal, wenn ich mit diesem Gefährt unterwegs bin. Ich denke, dass die schon sehr detaillierte Grafik sich jetzt so schnell aufbauen muss, weil ich hier viel schneller unterwegs bin als zu Fuß. Da bricht irgendwie die Performance ein. Das bitte ich auch zu entschuldigen. Das liegt nicht an mir oder an meiner Aufnahmetechnik. Das liegt tatsächlich am Spiel. Das ist sehr schade. So, schön Felderstroh. Das kennen wir ja auch schon. Sind wir eigentlich noch richtig unterwegs? Ne, sind wir gar nicht. Wir hätten da links gemusst. Stopp! So, ihr fragt euch natürlich die ganze Zeit, ey, wieso fährt der eigentlich nur auf dem Weg? Der kann doch bestimmt auch querfeldein.
Ja, kann er. Aber ich dachte, es ist angenehmer zuzuschauen, wenn wir die Straßen benutzen. So, ich würde sagen, wir müssen zwar Richtung Norden, aber das Fragezeichen hier liegt direkt an der Straße. Das nehmen wir gerade noch mit. Die meisten dieser Fragezeichen sind natürlich entweder Bedürfnisgebiete oder Hochsitze, die ich zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels noch nicht benutze. Aber teilweise sind es halt auch so Sehenswürdigkeiten oder irgendwelche Wegpunkte, die dann XP geben. Also falls ihr euch fragt, warum ich mir die Mühe mache, die Fragezeichen aufzudecken. Das dürfte aber wieder ein Hochsitz sein, ja. Können wir uns dann sparen. Dann fahren wir von hier aus. Das ist die Route nach Norden. Die zwei lassen wir aus, die sind mir zu weit östlich. Wir fahren direkt zu dem hier. Genau. Ups. Ja, ich würde euch gerne eine spannende Anekdote meines Weihnachtsfestes zum Besten geben. Aber ich muss leider sagen, es war relativ ereignislos. Wir waren gestern in Stuttgart. Da haben wir ein bisschen im Stau gestanden. Das war so das einzig Spannende, was passiert ist irgendwie. Aber das ist um Stuttgart rum halt auch völlig normal. Und demher gibt es da auch nicht viel zu berichten. Ansonsten war bei uns zu Hause natürlich Highlife und Jonathan. Das heißt Family Action, ja, wie jedes Jahr halt. So. Ich würde sagen, wir fahren hier so ein bisschen querfeld ein. Oh. Da müssen wir mal die Sicht umschalten. Oh, wie grandios das aussieht, wie das Sonnenlicht hier durch die Bäume kommt. Oh, hier liegen echt zu viele Steine rum. Die Kiste nicht kaputt fahren. Ich weiß nicht, ob die kaputt... Ah doch, die kann kaputt gehen. Seht ihr unten rechts? Da habe ich einen Energiebalken. Einen blauen und der ist, hat schon ziemlich abgenommen. Wahrscheinlich auch nur ein blöder Hofsitz. So, das ist natürlich alles nicht so toll. Hier waren wir anscheinend schon. Das sind diese Schönfelder Windmühlen. Oh, dann ist das hier auch schon unser nächster Halt. Der Außenposten. Das ist sehr gut. Dann versuchen wir hier gerade mal zurück auf die Straße zu kommen. Bevor uns die Kiste ja noch unter Marsch zusammenfällt. Was leuchtet hier? Ein Bedürfnisgebiet. Bis 9.30 Uhr. Wir haben jetzt in-game fast 15 Uhr. Da sind wir ein bisschen spät dran. So, hier ist die Straße richtig. Ist das die richtige Straße? Ja. Und weiter geht's. Ja, bei uns zu Hause war auf jeden Fall Highlife und Jonathan an den Feiertagen. Wie gesagt, wir sind gut beschenkt worden. Wir haben auch gut beschenkt. Also war sehr schönes Weihnachtsfest diesmal. War ganz toll vom Essen. Also wir haben echt
super gegessen. Eigentlich wieder viel zu viel gegessen. Kennt ihr das? Dass ihr jedes Weihnachtsfest irgendwie denkt, so, ach, dieses Jahr esse ich mal nicht so viel. Und dann frisst man doch alles in sich rein, weil es so viele leckere Sachen gibt. Mal abgesehen von Keksen und Lebkuchen, da kann man ja eh nie genug kriegen. Aber auch generell haben wir irgendwie, meine Freundin hat für eine ganze Kompanie gekocht, habe ich das Gefühl. Und auch wenn viele Leute zu Besuch waren, ist halt auch viel übrig geblieben. Ja, und dann isst man das halt so zwischendurch, damit es wegkommt. Man will ja auch nichts wegschmeißen, ne? Naja, dafür bin ich ja jetzt hier in der Hunter, um ein paar Kalorien zu verbrennen. Da liegt Kot. Na, habt ihr schon irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr? Der Jahreswechsel steht ja bald an. Wir haben aktuell Mittwoch den... Ich will nicht lügen. Wie viel haben wir heute? 27. Dezember. Wir sind ja nicht mehr lange. 4-5 Tage und dann war es das auch schon wieder. 4 Tage, um genau zu sein. Ist auch ein bisschen dämlich, dass Silvester dieses Jahr auf den Sonntag fällt, oder? Hat man irgendwie gar nichts davon. So, 400 Meter. Wir nähern uns unweigerlich unserem vorzeitigen Etappenziel. Und wenn wir diesen Außenposten eingenommen haben, können wir auch tatsächlich nochmal anfangen, richtig zu jagen. Oh, da ruckelt es aber ganz gewaltig gerade. Aber es sieht so unglaublich gut aus. So. Da ist ein Abzweig. Können wir mal kurz gucken. Also hier geht's zum Spreeberg Kastell. Das wird die... Ah, und hier geht's zu den Petershainer Kornfeldern. Da fahren wir definitiv hin, weil unsere Mission lautet: Gehe zu den Petershainer Maisfeldern. Erlege 2 Dammhirsche und verwerte sie. Das wäre dann eigentlich ideal, um unseren Beutezug zu beginnen. Jetzt fahren wir aber erst noch die verbleibenden 150 Meter. Dann muss es irgendwo links gehen, da geht es links. Sehr schön. Und der neue Außenposten gehört uns. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Habe ich gerade gesehen im Augenwinkel. Mal gleich mal gucken, was das bedeutet. Wir haben einen neuen Vorteilspunkt erlangt. Ah, Entschuldigung. Gewehrvorteilspunkt. So. Wir haben... Wo ist eigentlich mein Cursor? Da. Wir haben Muskelgedächtnis Stufe 1. Du kannst deinen nächsten Schuss bereit machen, ohne den Zielmodus zu verlassen. Da gibt es noch eine Steigerung, schnellere Einsatzbereitschaft aller Waffen nach dem Feuern. Das finde ich sehr interessant, weil ich jetzt doch schon öfter auf Tiere gestoßen bin, wo ich mehr als einen Schuss gebraucht habe. Anfangs fand ich das ein bisschen unnötig, diesen Skill. Mittlerweile finde ich den gar nicht schlecht. So, dann haben wir hier unten ruhige Hände. Da haben wir schon Stufe 2. Das ist ein passiver Vorteil. Der sorgt einfach für weniger Zittern im Zielmodus.
Und es zittert noch gewaltig. Also könnt ihr euch vorstellen, wie das gezittert hat, bevor ich das geskillt hatte. Unten rechts haben wir, wenn du die Luft anhältst. Ne, das ist oben rechts. Wird der Zoom-Faktor bei offener Visierung verändert. Aber ich habe nicht vor, mit offener Visierung zu schießen. Und hier unten ermöglicht dir im Zielmodus mit beliebiger Waffe Richtung und Geschwindigkeit des Seitenwindes abzuschätzen. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt auch noch anfange, den Wind zu berechnen beim Schießen. Also nee, das finde ich auch völlig unnötig. Die zwei kann man mal getrost außen vor lassen. Und die vier hier sind definitiv alle wichtig. Das hier oben. Das ist auch geil. Stufe 1, Stufe 2, Level 3. Da hat der Übersetzer eventuell ein Wort vergessen. Reduziert das Zittern, während du die Luft anhältst. Das Stufe 2 erhöhte das Zeitfenster während des Luftanhaltens, also bis man wieder ausatmen muss. Und Stufe 1 hat den Puls beeinflusst. Also ich denke, das ist definitiv interessant. Und dann die Sache mit der Nulldistanz. Schaltet die kurze Nulldistanz frei und schaltet die lange Nulldistanz frei. Na, das hatte ich euch letztens erklärt. Die Nulldistanz ist halt der Punkt, an dem eure Waffe genau dahin schießt, wo das Zielfernrohr hinzielt. Ja, bei meinem Gewehr sind das 150 Metern. Da fliegt die Kugel genau dahin, wo das Fadenkreuz hinzielt. Ne? Und mit diesem Nulldistanz-Skill kann man dann halt die Nulldistanz einstellen, weil ihr seid mal weiter weg als 150 Metern, ihr seid mal näher dran. Dann kann man das variieren. Wir nehmen jetzt aber dieses reduzierte Zittern, damit wir es noch ein bisschen einfacher haben beim Schießen. Und das mit der Nulldistanz, das heben wir uns dann für später auf, wenn wir das neue Gewehr haben. Bei diesem neuen Gewehr, ich kann euch ja gerade mal zeigen, um welches es sich da handelt. Das ist diese 7mm, ich habe vergessen, wie die heißt. 7mm Regent Magnum. Da steht nämlich im Text irgendwas dabei mit... wo war's? Hochwertiger Lauf mit langer Reichweite. Also ich denke, dass man da noch weitere Entfernungen einfach zum Schießen nehmen kann. Dass die sich auf weite Entfernungen vielleicht besser schießt als auf nahe Distanzen. Und dass dann halt die Nulldistanz noch wichtiger wird. So, wir müssen zu den Petersheiner Maisfeldern. Die sind gar nicht mal so weit weg. Und die Straße da führt direkt hin. Jetzt wäre natürlich die Frage... Nee, das ist eigentlich gar keine Frage. Wir fahren mit unserem schicken Gefährt, nehmen diesen Punkt hier oben ein und gehen von dort aus zu Fuß. So machen wir das. Klatschnass der Sattel, ich hasse das. So, ein bisschen Rollenspiel muss erlaubt sein. Wo ist hier nochmal die Straße? Rechts von mir. Ich sehe keine Straße. Autsch. Ich hänge. Wo ist hier die dumme Straße? Da hinten ist unser Ziel. Da ist die Straße. So, ja. Ich finde es ein bisschen dämlich, dass man sich nicht... Ne, ich kann auch den Hunter-Mate hier nicht rausholen. Dass man sich nicht während der Fahrt die Karte anzeigen lassen kann. Das ist doch sehr ungünstig, muss ich sagen. So, wir müssen nach da, richtig. Genau, dann dem geschlängelten Pfad folgen, bis eine Abzweigung kommt. Mal das Licht anmachen. Ist gerade ein bisschen diesig. Oh, was haben wir hier? Oh, hier ist ein schöner großer See. Da werden sich bestimmt viele Tiere aufhalten.
Oh, da hört ihr den Donner. So, wie weit ist es noch? Nochmal so weit. So, ihr fragt euch jetzt, wieso ich nicht direkt auf dieses Ziel zufahre. Wie gesagt, wenn wir hier auf der Straße bleiben, kommen wir wesentlich schneller voran, als uns da zwischen Bäumen und Sträuchern durchzuquälen. Auch wenn das vielleicht lustiger ist, zum Zugucken. Ich hoffe, das Motorengeräusch hilft beim Einschlafen. Ich habe als Kind immer wahnsinnig gut geschlafen im Auto, ne? Wir sind früher immer, wir hatten... Oh. Da bin ich am Abzweig vorbeigebrettert. Machen wir uns gerade mal einen Wegpunkt dahin. Wir hatten früher ein Ferienhaus in Spanien. In Alicante hieß der Ort. Ist eigentlich relativ bekannt. Und da sind wir tatsächlich mit dem Auto hingefahren. Das waren irgendwie 2200 oder 2300 Kilometer, sowas. Und da sind wir, da haben wir 2 Tage gebraucht. Da haben wir in Südfrankreich haben wir übernachtet einmal. Und sind dann quasi an 2 Tagen sind wir da hingebrettert. Und da erinnere ich mich noch dran, dass ich hinten in unserem, wir hatten damals ein Polo, dass ich da drin immer sehr, sehr gut geschlafen habe. So, jetzt muss ich mir aber... Ja, das war natürlich ein Satz mit X. Ich hätte da abfahren müssen. Ich bin jetzt völlig falsch hier. Und das tut mir leid. Wir drehen rum. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch früher war. Aber das war bei mir und auch im Freundeskreis eigentlich gang und gäbe, dass man nicht in den Urlaub geflogen ist, wenn es in Europa war. Da ist man mit dem Auto hingefahren. Das war früher einfach so. 80er, 90er Jahre. Da ist irgendwie kaum einer in Urlaub geflogen. Das konnten sich irgendwie nur, gerade in den 80ern, das konnten sich nur die Reichen leisten. Da so 1000 Mark für einen Flug auszugeben oder 2000. Heute kannst du ja last minute irgendwie für 30 Euro mal nach London fliegen. Da hast du früher nicht mal eine Busfahrkarte dafür gekriegt. Ja, weiß nicht, wie das bei euch ist, könnt ihr auch mal in den Kommentaren kundtun. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob das nur bei mir so war. Oder ob das bei euch auch so war, dass ihr in Urlaub gefahren seid. Oh, hier links. Okay, ich habe jetzt leider die Dame gar nicht gehört, weil ich das Spiel so leise gedreht habe. Ah, okay. Also die hat mir jetzt wohl geraten, ich soll Lockmittel benutzen. Ich bin hier wohl schon am Rand dieser Felder. Ja, ich bin eigentlich schon mittendrin. Ich möchte aber den Aussichtspunkt hier trotzdem vorher noch einnehmen, bevor wir hier den Dammhirschjäger machen. Ja, das wollte ich euch zeigen. Die Dinger hier habe ich gemeint. Das sind irgendwelche Grenzpunkte, die dann einen Eintrag in dem Codex hinzufügen und gleichzeitig XP geben. Hier 100 Erfahrungspunkte gibt das. So, jetzt müssen wir uns gerade mal wieder... Ja, es ist heute eine Reisesendung, das habe ich vergessen zu sagen. Deswegen auch das Urlaubsthema, nein. Aber wir sind auf jeden Fall hier ein bisschen unterwegs. Seht es mir nach, aber ein bisschen Abwechslung kann ja nicht schaden. So, die Katze geht auch schon auf Reisen.
Gerade eine Sekunde, mein WhatsApp meldet sich. Alles klar. Nichts Wichtiges. So, müssen wir hin. Ich habe schon wieder verschwitzt. Das ist alles live, so. Wir fahren die Straße entlang. Nein, wir fahren nicht die Straße entlang. Das ist leider völlig verkehrt. Also meine Orientierung in dem Spiel ist wirklich unter aller Sau. Das tut mir echt leid. Das ist wahrscheinlich ein Krampf dazu zu gucken. So, wir müssen natürlich hier lang. Und dann kommt hier irgendwo eine erneute Abzweigung. Okay, wir machen jetzt einfach hier den Kamikaze. Ich habe nämlich offensichtlich die Abzweigung verpasst. Da, das könnte der Weg sein. Der war aber auch nicht gut sichtbar, das muss ich jetzt mal sagen. So, wir fahren rauf auf den Spreeberg. Sehr schön. Gleich mal einnehmen. Oh, das sieht gut aus. Wie das Sonnenlicht hier auf den Holzplanken sich spiegelt. Ja, schöne Aussicht. Meine Stimme hat sich auch schon verabschiedet. Das läuft ja mal wieder sehr gut. So, jetzt haben wir noch ein paar Punkte auf der Karte aufgedeckt. Wo ist mein Fernglas? Ich wollte nämlich gerade mal gucken, was das da vorne ist. Okay, das ist nur ein Baum auf dem Berg. Sah irgendwie aus wie so ein Turm oder so. Sieht man von hier eigentlich diese Burg? Wo war die denn? Wisst ihr das noch? Ach so, ja, die muss ja da hinten sein. Können wir mal kurz einen Wegpunkt hinsetzen, damit wir wissen, wo wir hinklotzen müssen. Ah, in die Richtung, okay. Können wir mal gucken, ob wir die sehen von hier, aber ich glaube, wir sind... Hat sich da unten gerade was bewegt? Nee, das war wohl nur das Sonnenlicht. Ah, das ist sehr schade. Das ist hier zu matschig. Da vorne ist irgendein Gebäude. Nee, kann man aber nicht ausmachen von hier, die Burg. Sehr schade. So, wir haben unser vorläufiges Ziel erreicht. Da unten ist auch nochmal der Fluss. Da hatte ich ja eine sehr schöne Wiesent-Begegnung beim letzten Mal in der Weihnachtsausgabe. So, wir brettern zurück hier zu diesem Punkt und laufen dann darüber. Können das auch schon mal als Wegpunkt markieren. Schön, dass jetzt auch noch mal die Sonne rauskommt. Ich hatte nämlich eigentlich keinen Bock auf eine Nachtjagd. Aber falls wir die Mission jetzt nicht schaffen, dann fangen wir in der nächsten Episode halt wieder an diesem Außenposten an.
Und irgendwie finde ich langsam Gefallen daran, das Fahrzeug öfter zu benutzen. So, ich würde sagen, wir stellen das Fahrzeug hier ab. Gott, sieht das grandios aus. Ey, keine Ahnung. Ich könnte mich jetzt hier hinlegen und könnte mir das den ganzen Abend angucken. Bisschen klassische Musik drauflegen und einfach so dahin dösen. Irgendwas stimmt nicht mit mir. So. Jetzt ist natürlich die Frage, in so einem Maisfeld. Sieht man natürlich nicht viel, ne? Ich würde sagen, wir bleiben im Rennmodus und gucken, dass wir was aufschrecken. Und wenn wir einen Ruf hören, dann gehen wir der Sache nach. Oder vielleicht finden wir auch eine Spur. Dann können wir an der Losung, wo ich so gern Kacke sage, weil das so ein lustiges Wort ist. Tatsächlich erste Spuren. Interessanterweise werden mir hier Spuren in Blau angezeigt. Warum ist das so? Klar, das sind Dammhirschspuren, aber wieso werden mir die blau angezeigt? Habe ich vorhin schon mal Dammhirsche verfolgt? Das sieht da ein bisschen komisch aus, oder? Kacke liegt. Losung. Okay, da ist ein Hochsitz. Wir haben hier eine Menge Spuren. Das sind mit Sicherheit auch die richtigen Felder, auf denen die Dammhirsche für Verwüstung sorgen, beziehungsweise die Ernte irgendwie beeinträchtigen. Und hier soll ich definitiv einen schießen. Jetzt ist halt die Frage, legen wir uns auf die Lauer und ich schneide gegebenenfalls die Wartezeit im Nachhinein raus, oder laufen wir hier ein bisschen wild umher und gucken, ob uns einer vor die Flinte läuft. Das wäre jetzt natürlich wieder eine Sache für einen Livestream. Das würde ich gerne mit euch diskutieren. Habt ihr Bock, jetzt hier zu warten? Oder wollt ihr lieber, dass ich... Oh, gerade eben. Okay, also lohnt sich's doch, der Spur nachzugehen. Dann hat sich das mit dem... die Diskussion auch schon erübrigt. Wir folgen der Spur. Man hört hier schon irgendwelche Tiergeräusche. Das klingt aber wie das Jaulen eines Fuchses. Ja, also so ein Maisfeld ist auf jeden Fall sehr schwierig zu überschauen. Dadurch, dass diese ganzen Halme da hochstehen,
könnte ich jetzt nicht sagen, wenn zwischen den Halmen irgendwie so ein Geweih wäre. So, da vorne ist nochmal Losung. Sehr frisch. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, die Losung da oben stand gerade eben. Und ich dachte, gerade eben wäre neuer als sehr frisch. Es gab nämlich frisch, sehr frisch und gerade eben. Oh. Da dachte ich, was gesehen zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage, stimmt diese Spur, die wir gerade verfolgen, mit der Losung überein? Damit meine ich nicht, ob es vom selben Tier ist, weil das vom selben Tier ist, wissen wir ja. Aber ist das hier der Hinweg oder der Rückweg? Weil wir wissen ja aus den vergangenen Folgen, dass die Tiere gern mal im Kreis marschieren. Weil hier führt die Spur zurück. Und hier führt sie nach da. Das heißt, wenn die Losung da hinten frischer war, müsste er theoretisch in die Richtung unterwegs sein. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir hier noch Losung finden. Das wäre natürlich der Idealfall. Dann hätten wir quasi empirisch erwiesen, in welche Richtung er unterwegs ist. Oh, da habe ich einen Tierruf vernommen. Der kam von da hinten. Der wurde mir jetzt aber nur ganz kurz angezeigt. Das kann an dem schlechten Wetter liegen. Dann gehen wir jetzt doch in die Richtung. Und folgen quasi der zweiten Spur. Scheiß auf die Kacke. Aha. Da ist unser Dammhirsch und das war ein Warnruf. Das heißt, er hat uns eventuell schon gesehen, gehört, gewittert. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil wir ja noch nichts gesehen haben. Oh, da vorne. Verdammte Axt. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also die Tiere sind hier so gut wie unsichtbar, weil die gerade bei dem schlechten Wetter genau dieselbe Farbe haben wie dieses dämliche Feld. Jetzt schauen wir uns gerade mal an. Oh, da befinden sich aber noch weitere Tiere. Da vorne sehe ich ein Ohr. Das heißt, wir lassen die Tiere, die jetzt nach rechts gelaufen sind, lassen wir mal in Ruhe. Also die Form dieser blöden Maispflanzen, das ist ja wirklich trügerisch. Es könnte ja quasi alles ein Tier sein hier. So, wir haben hier Losung. Da hier gerade einer gelaufen ist. Bingo. Gerade eben. Das war aber von denen, die weggelaufen waren. Schade.
Das war der Nachzügler. Dem werden wir jetzt aber mal nachgehen. Nicht tödlicher Treffer, okay. Noch 75%. Der führt mich aber eventuell zu den anderen, weil der wohl dieselben Bewegungsmuster hat, beziehungsweise dasselbe Revier. Das ist ja hier alles echt, das ist ja kein Spiel oder so. So, 50% hat er mindestens noch. Oben rechts seht ihr immer die aktuelle, das aktuelle Prozentual. Jetzt sind es nur noch 25. Ich schätze, wir haben den gleich. Das gibt definitiv keinen Effizienzbonus. Oha. Da läuft er. Der eben gerührt hat, das war aber bestimmt nicht der, den wir angeschossen haben. Weil der läuft, glaube ich, nicht mehr ganz so schnell. Aber das hat meine Vermutung auf jeden Fall bestätigt, dass der, den wir eben angeschossen haben, zu den anderen gelaufen ist. Oh, da unten laufen sie. Die habe ich jetzt verschreckt. Ja, jetzt ist auch egal. Mir ist nämlich gerade noch was anderes ins Auge gefallen, das sage ich euch gleich. Jetzt gehen wir erstmal gucken, wo unser Kollege hier abgeblieben ist. Da vorne liegt er, ich mach mal langsam. So. Da hinten wird geantwortet. Boah, was hier los ist, ey. Kein Wunder, dass der Bauer Probleme hat mit den abgefressenen Pflanzen. So, jetzt seht ihr auch eventuell unten rechts mein Dilemma. Okay, gut. Das haben wir erledigt. Können wir gerade mal auf die Kohle gucken. Wir hätten jetzt auch die 36.000 für das andere Gewehr. Ja, das macht aber gerade ziemlich viel Spaß, diese Viecher hier zu jagen. Ich guck mal gerade, wie lange wir schon aufzeichnen. Oh, wir sind schon bei 50 Minuten durch. Egal. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir stoppen an dieser Stelle die Aufnahme und machen in der nächsten Episode ungefähr an dieser Stelle wieder weiter. Ich würde sagen, ich setze mir da oben das Fragezeichen als Ziel und da treffen wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Da hinten rührt's grad. Wo rührt's? Oh, da. Okay, den schießen wir noch. Ne, wir versuchen was.
hat ihn völlig kalt gelassen, dass ich da gerührt habe. Oh. Welcher ist jetzt der Verwundete? Ach, verdammt. Ach, ärgerlich. Naja, wie dem auch sei, wir haben keine Zeit mehr. Wir machen dann das nächste Mal an der Stelle weiter. Ich verabscheue mich. Haut rein, Freunde. Peace.